Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles mit Smitty und Wilder. Die drängen sich schon hier um den neuen. Geh ich mal los. Da hinten. Frisch entdeckt. Ich starte mal durch. Nein, ich bin schon weg. Achso, ich auch. Achso, auch. Du stehst ja noch. Ja, aber ich wurzel ja schon so. Ja, nochmal. Bin da. Jetzt. So ganz nackig kann man ja auch nicht lang, weil hier stehen ja ein paar Leute. Aber einer, ne? Einer steht oh, da. Oh, das bist ja du. Ach, da greift mich einer an wieder. Ja, kannst du nehmen, der will auch zu dir. Na gut, dann geht mal her. Was aber nicht, ob das Schnetzeln. Ne, das Schnetzeln ist bei denen scheiße. Warte kurz. So, komm. Achso, na ja, gut. Also mit Regeneration ist auch in den Klamotten eigentlich hier gar kein Problem lang zu laufen. Ach, du hast normale Sachen an? Ich habe normale Sachen an. Der sagt mir zwar, ich friere theoretisch, aber dank der Regeneration. Das Fenster hier wieder. Ja, geht das, ne? Geht das. Da hat er glatt was dabei. So, jetzt können wir von zu Hause hier in den Norden springen und dank unseres neuen Kartenraums auch von hier wieder zurück. Das ist, gefällt mir. Ja, es erspart ein bisschen Rennerei. Auf jeden Fall. Und den Trouble mit den Elefanten. Ja. Ja. Und den Tigern. Und den Tigern. Die jedes Mal auf den Wecker gehen. Gegangen sind. Hoffe ich. Das Sternmetall habe ich auch gekriegt von dem Typen vorhin. Ah ja. Ach ja. Ich habe. Und eine gehärtete Stahlpickel habe ich gekriegt von ihm. Stahlaxt, Stahlbarren, Färbezusatz, Eisenbarren und Eisenschüssel habe ich von dem gekriegt. Die Rinder nehmen wir mal mit, ne? Und den Rest. Und Hopfen packe ich mir schon mal ein. So. Dann lasse ich mal eine schwere auch mal hier, wa? Lieber mal mit der leichten los, so schlimm. Schon nicht werden. Ich wollte eigentlich mal eine Sklavenkeule mitnehmen, aber naja. Jetzt können wir öfter mal hierher. Die ist dort drin in ihr, hier in. Ach, da? Da ist sie drin, ja. Irgendwie habe ich da wohl das Inventar da mal getauscht bei ihr. Guck mal, dann nehme ich die nochmal mit. Fesseln auch dabei. Wohl müssen eh laufen dann mit denen, ne? Also noch mal kein Rad hier hätten. Ich weiß nicht, ob das Teleportieren mit denen geht. Wahrscheinlich eher nicht. Denke ich auch mal nicht. Dann müssen wir bald mal ein Rad bauen, wenn wir eine gute finden da drin. Ja. So. Hier rechts runter werden Lager gleich. Kommen wir erstmal das Kleine erkunden. Ja. Mal Hallo sagen. Wir wollen mal hier Neu-Asgard besuchen. Ein Teil der Reise. Oh, da ist ein Geist auch. Okay, was macht der? Der winkt. Was? Ja. Und was macht er da? Hinter dir. Kämpfer. Kämpfer. Ein Einerkämpfer und ein Dreierkämpfer. Aua! Oh. Hilfe! Hat ganz schön gemacht. Einer ist weg. Der zweite auch. Oh, Junge, hat er zugestochen. Ja, ich hatte auch so ein bisschen. Bisschen Start. Ragnis Tagebuch liegt hier rum. Kleine Kiste haben sie auch, aber das ist echt nur ranziger Austernfleisch. Lecker. Macht er jetzt? Ich glaube, es ist nur wegen dem Tagebuch. Ah. Ja, ich glaube auch. Wollen wir mal außen rum oder wollen wir gleich hier hoch? Lassen wir gleich. Ich glaube, die Stadt ist groß genug. Mal am besten gleich Richtung Stadt machen. Erkunden können wir dann auf jeden Fall auch nochmal. Hier ist gleich nochmal so ein Lager links. Na gut, das können wir nochmal. Aber. Stadt kommt. I will destroy! Das Ding gehört wieder.
Schmied 1 brauchen wir ja nicht, ne? Nein. So, auch weg. Aua. Hey. Aua, aua, aua. Hey, hey, hey. Die kämpfen aber schon mal ein bisschen besser hier, du. Ja, der hat mir mal 12 auf Rückenschaden gegeben. Wie geht's? Da hilft doch die Regeneration gerade nicht so viel. Nee, das könnte schon knapp werden, oder? Versuch mal deine neue Binden da. Habe ich, bei deinen Gieren eingestellt. Aha. Nochmal. Ja, weil du Schaden kriegst, ne? Regeneriert sich. Er schafft es, gegen anzukämpfen. Okay. Und jetzt ist Blutding und Blut noch weg. Gut, ja, also da wird es mit der Regeneration eng. Ja, die sind schon besser. Da muss man fast mal ein Schild zücken, wahrscheinlich. Bei 12. Doch, ab und zu mal ein bisschen verteidigen. Hier ist noch einer. Was ist das hier? Zimmermann, aber Stufe 1. Ja. Packerchen 2. Guck mal, was sie hier für Loot dabei haben. Manchmal ist das hier auch schon ein bisschen besser. Ja, Kristall und Stahl kriege ich meistens hier raus. Eine Kiste hatte ich da, da war jetzt nichts ganz Aufregendes drin. Okay. Wo ist ein Mammut? Wie? Hier ist ein Mammut. Da. Tatsächlich. Macht. Wie geil ist das denn? Können wir schon auch mal demnächst uns erholen. Ich glaube nicht, dass es nett ist. Das ist ein Elefant oder nicht ganz normal? Hey, das sieht schon ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, das ist schon eher ein Mammut. Mit, allein mit den Hörnern vorne. Ja, die Hörner sind ganz schön. Stimmt. Und der guckt ein bisschen aggro. Also wir wollen ihn jetzt nicht killen. Weil sie können es testen. Wenn ich Warte, lass mich mal kurz ran, ich teste mal. So. Ja, mag sie schon mal nicht? Alter! Also Schaden teilt er gut aus. Scheiße, ich sterbe. Ehrlich? Ich glaube schon, wenn ich Anna kurz das Ding ablenken kann. Hier. Mal gucken. Mal sehen wir gleich, ob er hinterherkommt. Natürlich. Ja, ja das interessiert ihn nicht. Der Berg runter. Das ist eins wahrscheinlich, wie wir jetzt hier wegkommen. Weiß jetzt auch nicht, wie viel Schaden ich glaube, kommt nicht mehr. Wir müssen eh runter, weil hier das Dorf irgendwo der Eingang ist. Alter, hat der einen Schaden gemacht? Leckt mich doch am Arsch. Gut, ich habe jetzt nur so eine ranzige Rüstung hier, aber... Und warum regeneriere ich nicht? Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? Ja. Ich kann schon mal langsam Richtung Eingang gehen. Wo seid ihr denn jetzt hin? Hinter, geradeaus, jetzt geradeaus. Ein bisschen rechts. Ah, ja, genau. Ja. Die hinter so einem Blümchen hier versteckt. Verdammt, nur eins. Mal gucken, Armo musste doch reingehen auf jeden Fall. Also ich kann euch sagen, Mammuts? Nee. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Also entdecken können wir es hier schon mal, wenn er hier hoch. Ah, okay. Aber ich habe noch keinen Eingang gefunden. Da müssen wir bestimmt nochmal rumlaufen. Den Palast der Hexenkönigin betreten. Jetzt haben wir aber nur noch leichte Sachen, oder? Die Geister der Menschheit besiegen, Palast der Hexenkönigin betreten und einen Drachen vernichten. Das ist doch im Vorbeigehen. Bitte. Vermute ich. Beide Trinksäcke sind leer. Hier ist auch nicht viel mit Wasser, ne? Und irgendwo hier unten, glaube ich, war ein See. Da müsste man sich mal im Auge behalten. Ach, geht's hier erstmal. Mann, hier unten. Ja, da hinten ist einer. Ja, okay. So, hier ist mal ein Eingang vielleicht? Was auch nicht besonders gastfreundlich ist, scheint hier nicht zu sein. Lorraine, lass uns auch nicht hinrein. Da muss ich aber schon mal, wahrscheinlich muss man hier sogar schon die schwere Rüstung mitnehmen. So wie ich da eben eingesteckt habe. Ich vermute auch mal, warum bestimmt nochmal etwas noch Schwereres. Und ist was drin? Hier wohnt keiner. Also ich meine, in 1000 Betten, aber sonst ist hier nichts. Warum wäre da draußen geblieben, wenn hier wer drin gewesen wäre, oder was? Oh, hier ist der Eingang. Bin mal gespannt hier, wie es hier läuft. Da kommt der Erste. Will nicht zu mir. Hey, er rennt lieber einmal rum zu mir. Zack, und zack. Auch nur vielleicht erstmal langsam nähern, wer weiß, was die hier so.
Oma? Und noch mit Pfeilchen? Jo. Bogenschuss ist 2. Wo denn? Wer denn? Da kommt einer angelaufen. Oh. 2. Und das ist gut. 3. 4. 5. Ja, jetzt sind ein paar mehr. Achtung, Vorsicht. Scheiße mit den Schildern hier, Moment mal. War weg. Das ist nur noch ein. Ja, dann. Also. Ja. Das nächste Mal nehme ich mir ein Schild mit. Du ein Schild? Ja, ich weiß, es wird eine Katastrophe werden, aber. Wollte einfach nur mal hier reingucken, wer hier wohnt. Da hatten sie wohl was dagegen. Eine Kiste? Kämpft wer? Ja, ich. Alles gut. Sieht so aus. Das habe ich leer gemacht. Gut. War okay. Wollen wir auch hier lang? Mir so ein Schildfreak hier. Was ein Stück. Kämpferin 1. Kämpfer 2. Er hat auch rumknüppelt. Keine Ausdauer mehr. Aua! Nochmal schön an ins Kreuz geknallt. Aber wie? Mann, hau nie zu. Ja, ne? Also gegen die drei da eben kurz. War es schon echt. Warum schreit dich hier einer an? Da komme ich den nächsten schon wieder brüllen. Kämpfer 1 und Zimmermann 1. Ja. Oh, die steckt noch ein bisschen mehr ein. Ist er üppig? Ditte hier. Geh mal rein, fühl dich wohl. Oh Mensch, ich sag mir den Groß hier drin. Hier ist der Eingang. Oh, da ist wer zu Hause. Da kommen auch noch mehrere. Mal weg. Ach so, ich dachte, du stehst hinter mir, ich bin tot. Scheiße. Warum hilft mir da keiner? Wir hatten selber hier draußen ein paar. Sag's auch nix. Ne, ich dachte, du standst schon hinter mir. Scheiße. Ich bin aber auch gleich tot. Ich mach mal einen Abflug hier. Bettrolle gesetzt wenigstens? Bettrolle habe ich gesetzt. Aber ich kann hier die Hand vor Augen nicht sehen. Finde ich auch nicht schlecht. Was soll erledigt hier? Irgendwer schreit hier noch. Ich bin jetzt in dem Haus. Ja, ein Schmelzer außen. Eins aber nur. Das liegt da. Gut. Ich werde da mal auf besseres Wetter warten, oder? Oh, ich habe eine Leiche drin. Wir könnten dich wohl auch looten und wiederkommen. Ja, das wäre, glaube ich, der kürzere Weg, oder? Wollten wir da noch mal ein bisschen gucken? Ja, jetzt im Dunkeln, vielleicht im Hellen dann nochmal. Ja. Dann nehmt mal die Scheiße mit und kommt mal wieder her. Nimm, was du tragen kannst, den Rest nehme ich. Ich hab alles. Okay. Dann machen wir hier jetzt erstmal. Dann folge mir. Schluss an dieser Stelle. Wir sehen ja hier eh nichts. War nicht wie lange? Naja, doch. Ne. Was schon. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.